da zum ersten Mal in dieser Periode, Barcelona also noch nicht. Und diese beiden Mannschaften stehen im Finale vor uns im Bild mit dem Rücken zu uns. Die Mannschaft aus Kuba und auf der anderen Seite die Mannschaft aus Frankreich. Frankreich Olympiasieger bei den Weltmeisterschaften im letzten Jahr, Bronzemedaillengewinner. Silber ging damals an Deutschland, die Ungarn unterlegen waren. Die deutsche Mannschaft diesmal nicht ganz so erfolgreich. Mannschaft. Vor zwei Tagen ist sie hier Weltmeisterin geworden in der Schweiz. Und jetzt versucht sie wieder nach dem die Weltmeisterin von 1997. Von bisher kam sie nur auf Platz 19. Und in Degenfeld der ganze Körper als Trefffläche von der Kopfspitze. Da überprüft er, ob man nochmal, ob auch alles richtig zu ist. Auch die Unterziehweste drunter. Ein französischer Griff hier. Viele Fechter nehmen den Pistolengriff. Entschuldigung, bei 25 Treffern. Ja, aber dafür kürzt erstmal die Kubanerin. Denn wir sind ja schon im fünften Gefecht dieses Mannschaftswettkampfs und 5x5 macht bekanntlich 25, also bis 25 Treffer geht es. Zumindest geht sie jetzt mal mit 20 zu 15 in Führung. Und im Degenfechten gibt es auch einen sogenannten Doppeltreffer, wenn innerhalb von einer Viertelsekunde beide den Gegner Druckkraft treffen, so wie hier in der Zeitlupe zu sehen, zeitgleich. Dann kriegen beide einen Treffer zuerkannt. 21 zu 16. Laura Fessel jetzt wieder ein bisschen besser drauf als zu Beginn. Sie hat das erste Gefecht in diesem Mannschaftskampf bestritten und unterlag dort 3 zu 5 gleich zu Laides Ortiz Fuente. Ihre Mannschaftskameradin Sophie Morisset-Pichot konnte dann wenigstens zum 6 zu 6 ausgleichen. Und Valérie Balouava ist dann, die mit einem 9 zu 4 Gefecht die Franzosen 15 zu 10 in Führung brachte. Und mittlerweile sind wir bei einer Führung von 22 zu 17. Da wieder der Versuch von Flessel auf den Fuß zu treffen. Das mag sie. Da hat die Rumänin, die Kubanerin versucht, den Fuß zu treffen. Und dann Flessel oben auf die Schulter. Kann sich unheimlich lang machen. Ja, da haben beide schon gedacht, jetzt wäre getroffen. Aber wenn auch nochmal die Waffen überprüft, ob wirklich beide anzeigen. Das kostet ganz schön Nerven. Richterin in der Welt ist. Und die sich und ihren Sport auch ganz gut vermarkten kann. Und das nicht nur in ihrer Heimat in Frankreich. Genauer gesagt kommt sie eigentlich aus Guadeloupe. 26 Jahre ist sie alt. Sprung führt. Riskiert nicht zu viel. Hier ein Doppeltreffer. Beide gleichzeitig. Jetzt mit ihrem Kabel nicht ganz in Ordnung zu sein. Dann 40 Sekunden jetzt noch in diesem Gefecht, das insgesamt 4 Minuten länger. Ja, da müsste die Kubanerin ein bisschen mehr Druck machen, aber das macht sie nicht. Wieder ein Doppeltreffer. Hier stürmt Flessel vor und im selben Moment, wo sie vorstürmt, kassiert sie aber auch einen Gegentreffer direkt am Latz, unterhalb vom Hals. Das kann ganz schön wehtun, denn 750 Gramm ist ja nur das Minimumgewicht, das auftreffen muss. Wechselt. Flessel übergibt an Valérie Balois und Garcia übergibt an Esteri. Tamara Esteri Almeida. Die
Franzosen immer noch links beim Fechten. Kann es nur sein, dass mal die Seiten gewechselt werden, wenn ein Rechtshänder gegen einen Linkshänder ficht. Aber es geht ja nicht um den gerechten Ausgleich der vergangenen Jahre, sondern es geht um die bessere Leistung am heutigen Tag. Und hier gelingt Valérie Ballois ein schöner Angriff. Da streckt sie sich mit einem Ausfall weit nach vorne. Sehen Sie gleich nochmal. Jetzt geht sie vor, ganz weit, duckt sich. Und da sieht ihre Gegnerin nur noch die Lampe aufleuchten. 26:19 für die Franzosen. Jetzt die Französin ziemlich weit nach hinten drängen. Das ist nun die Stelle, an der sie sich nicht mehr viel weiter nach hinten drängen lassen darf, sonst riskiert sie einen Straftreffer. Jetzt steht es aber erstmal 27:19. Bernard Lataste, der Nationalcoach, der Gegner auch nicht durchkommt. Und das bedeutet maximales Kassieren von Doppeltreffern, wenn man aufpasst. So wie hier. 28:20. Weltmeisterschaften im Einzelwettbewerb hier in der Schweiz. Das bedeutet in der Fechtersprache, sie erreichte das Finale der besten acht. Ganz früher waren die Finals aus acht Fechtern besetzt, die dann alle gegeneinander gefochten haben. Daher gibt es dieses sogenannte Finale der besten acht noch. Heute hat man das im Fechtsport geändert, hat es angepasst an die anderen Sportarten. So spricht man heute wieder auch vom Viertelfinale, Halbfinale und dem Finale. Und in diesem Finale, im Mannschaftsfinale zwischen Frankreich und Kuba, da befinden wir uns gerade im Degenfechten der Damen. Die langen Haare können manchmal ganz schön stören. Aber sie verdecken hier nicht so die Trefffläche. Da könnte es maximal sein, dass der Degen sich dann in den Haaren verwickelt. Wieder ein Versuch auf den Fuß. Und da geht Valérie Ballois auch ganz schwarz, aber dann auch nicht mehr. Und da gelingt der Kubanerin, dieses Bedrängspiel weit nach hinten zu treiben, in die Enge zu treiben und im entscheidenden Moment sich dann ein bisschen länger zu machen. Das sehen Sie hier, da ist der Degen der Kubanerin schon an der Maske gewesen, während die Französin noch gar nicht richtig am Körper mit der Spitze ihres Degens war. 28:21. Da startete Valérie Ballois einen Antreten und die Kubanerin nutzt diese Möglichkeit aus. Hier sehen Sie es nochmal, da ist der Angriff, sie kommt nicht durch, sie geht zurück und die Kubanerin nutzt das aus. Tamara Esteri Almeida verkürzt auf 22:28. Und jetzt werden beide wahrscheinlich auf die Uhr schauen. Da wird kein Angriff sicherlich mehr passieren und beide übergeben an die nächsten Fechterinnen. Normalen Aufstellung wäre jetzt nochmal Sophie Morisset-Pichot angesagt gewesen, aber da hat sich Trainer Bernard Lataste entschieden, Sophie Morisset auszutauschen gegen Sangeeta Tripathi. Tripathi hier im Einzel nicht sehr gut abgeschnitten, nur 47. und auch die letzten Jahre zuvor nicht so brillierend dabei. Mal sehen, ob sie den Vorsprung der Franzosen hier halten und weiter ausbauen kann. Sie sehen es, wir haben jetzt bei den Kubanerinnen eine Linkshänderin, deswegen steht Kuba jetzt links und Frankreich rechts im Bild. Oder vielmehr auf der Piste. Ah, und da ist die 30-jährige Französin ganz schön motiviert.
Und obwohl die Kubanerin hier kommt, kommt Garcia Soto will vor. Da macht sich die Französin einfach lang, hält den Degen nur hin und die Kubanerin läuft hier rein. Das ist natürlich die einfachste Methode. Aber da muss man auch Nerven dafür haben. 90 war die Französin schon mal Europameisterin. Ja, und mit der Mannschaft 1995 in Den Haag ist er Vize-Weltmeister geworden. Ja, da leuchtet die Lampe, aber hat die Lampe geleuchtet. Gucken wir es uns nochmal in der Slow Motion an. Abwarten noch. Und dann trifft sie zwar mit Körperkontakt. Wahrscheinlich hat deswegen der Opfer noch mal überlegt, ob man das gelten kann. Aber zuerst kam der Treffer und dann sind beide aufeinander gerasselt, um es mal salopp auszudrücken. Also 30 zu 22. Mit 6 Treffern Differenz hat die Französin übernommen. Mittlerweile hat sie 8 Treffer Vorsprung. Angriff von Mirai da Garcia Soto. Der Weltmeisterin von 97. Hier sehen Sie es nochmal. Da geht sie vor und da hat die Französin überhaupt keine Chance. Und auch bei diesem Angriff hat die Französin keine Chance. Eine sehr, sehr entschlossene Kubanerin, die hier auf der Bahn steht. Und das sind wieder nur noch 6 Treffer Differenz und das will im Degen fechten nichts heißen. Da ist alles noch. Ja, wenn man das richtig gesehen hat, war es ein Abstauber oben auf der Schulter rechts. Schau nochmal. Das macht natürlich diesen Fechtsport schön, wenn man diese Zeitlupeneinstellungen sieht. Da kann man hat der Obmann unterbrochen. Da liegt eine Schleife, die die Haare zusammenhalten sollte auf der Piste. Das sollte nicht sein. Also geht es an dieser Stelle, wo unterbrochen wurde, weiter. Wieder Körperkontakt der beiden. Sollte nicht sein. Aber gut, das lässt sich im Sport halt nicht vermeiden, wenn man einen angreifen möchte und aufeinander losrennt und das beide gleichzeitig tun. Da kann man sich schon mal treffen. Doppeltreffer. Damit können die Franzosen sicherlich leben, mit den Doppeltreffern. Denn da verändert sich die Distanz ja nicht. Hier, schön, wie die Kubanerin hier vorgeht. Aber Sangeeta Tripathi hat sich da lang gemacht, hat ihre Waffe auch hingehalten. 31 zu 26. Wieder ein Doppeltreffer. Typisch für so. Hat sie Glück gehabt. Die Kubanerin hat den Angriff gestartet. Sehen Sie hier, die Kubanerin geht jetzt vor, versucht da auf den Fuß zu treffen. Das gelingt ihr nicht. Und Sangeeta setzt zum Gegenangriff an und kommt durch. Jetzt ist es umgekehrt. Angriff von der Kubanerin, der geht durch und sie trifft. Ali. Dieses Gefecht ist bei 35 Treffern zu Ende. Müsste also jetzt die Französin noch 2 Treffer setzen. Aber da kassiert sie erstmal einen von Garcia Soto.
Der 29-Jährige. Die sich hier freuen kann. Vorsprung der Franzosen von 34-30. En garde, Pet. Allez. Und wieder ein Doppeltreffer. 35 zu 31 trennen sich die beiden und übergeben damit an das vorletzte Gefecht an Valerie Balois und an Sulaidis Ortiz Fuente. Wer wird Weltmeister in diesem Jahr? Die Frage ist immer noch offen und wir bleiben natürlich dran. Wir geben Ihnen noch die Antwort hier auf Eurosport. Bleiben Sie auch dran. Bis gleich. Aber hier geht es um die letzte der insgesamt 10 regulären Medaillen. Um die Mannschafts-Weltmeisterschaftsmedaille im Damendegen. Und da ist der Vorsprung, den Frankreich hatte, auf nur noch 3 Treffer zusammengeschrumpft. Da macht natürlich jetzt Ortiz Fuente Druck. Letztes Jahr Silbermedaillengewinnerin in Kapstadt. Aber diesen Angriff hat sie nicht richtig gut vorbereitet. Die Französin kann in diesen Angriff rein ihre Waffe lang strecken und damit treffen. Da ging die Waffe der Kubanerin links am Kopf vorbei von der Französin. Also wieder 4 Treffer Vorsprung für die Mannschaft mit der Tricolore Bleu Blanc Rouge. Diesmal geht das heiße Temperament nach vorne und trifft, keine Chance mehr für Valerie Balois hier etwas entgegenzusetzen. Okay. 33-36 und jetzt 37-33. Wir haben es hier mit sehr, sehr guten Athleten zu tun, mit den Besten der Welt. Wow. Silbermedaillengewinnerin sich ein bisschen schon. Es ist nicht das erste Mal, dass sie gegeneinander fechten. Leider wird im Fechtsport nicht wie im Tennis jedes Gefecht protokolliert. Da gibt es einfach viel zu viele. Und hier freut sich Laura Fessel nicht so ganz über diesen Treffer. Noch ein Treffer fehlt der Französin. Dann hätte sie ihren Teil erledigt dieses Mannschaftskampfes. Dann stünde es 40 und dann würde an die letzte Staffelfechterin überreicht. Und mit einem 40-33 könnte man auch guten Gewissens die Einzelweltmeisterin. Also erstmal hier sagen die Kubanerinnen, nein, 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 so geht das nicht. Da wollen wir noch ein bisschen mitreden. Und wir kürzen auf 34-39. Den Angriff von Ortiz Fuente wegzunehmen, den Degen auf die Seite zu drücken, aber selbst mit einem Angriff durchzukommen, 40-34. Ein enormer Vorsprung hier vor dem letzten Gefecht, das nun die Weltmeisterin dieses Jahres und die Olympiasiegerin von 96 gegen Tamara Esteri Almeida bestreiten wird. Sangeeta Tripathi hat da
Laura Flessel sozusagen angeschnallt, verkabelt und mit diesem Klaps auf die Schulter nochmal viel Glück gewünscht. Das kann sie gebrauchen. Denn sie müssen aufholen, wenn sie hier noch nach dem Gold greifen wollen. Die Kubaner. Ja, und das scheint ihr zu gelingen. Sie drängt Flessel weit nach hinten. Und im entscheidenden Moment ist sie einfach einen Tick schneller. Nämlich auf der linken Schulter von Laura Flessel. Sie hören's. Die Fangemeinde der Franzosen hier natürlich extrem. Die französische Grenze nicht allzu weit weg von La Chaux-de-Fonds. Hier nochmal schön zu sehen, der französische Griff. Der hilft deshalb, weil man im entscheidenden Moment vielleicht das, die Waffe auch nochmal ein Stückchen länger machen kann. Man kann sie vorschieben, dann verliert man natürlich die Stabilität insgesamt. Man kann sie sich auch leichter aus der Hand nach links oder nach rechts schlagen lassen. Aber das gibt so ein bisschen Spielmöglichkeiten für den Fechter. Die meisten Fechter in Europa nehmen nicht solche einen Griff, sondern nehmen eher einen Pistolengriff, wo man den Degen so ähnlich hält wie eine richtige Waffe, wie eine Pistole. Wieder der Versuch, auf den Fuß zu treffen. Das mögen die beiden hier. Aber sie sehen auch, wie schnell man da wieder zurückgeht. Dieser sogenannte Ausfallschritt ist das, was die Fechterinnen und Fechter tagtäglich x-mal üben müssen. Dafür geht man heute in den Kraftraum. Das Schwierige ist nicht, das nach vorne kommen, den Ausfall zu machen. Das Schwierige ist, dann wieder zurückzukommen. Aber hier gelingt der Französin der Ausfallschritt nach vorne. Und sie setzt aber den Treffer zum 41:36. Da sehen Sie es, vor und lang gestreckt und grün leuchtet im Hintergrund auf, also die Kubanerin getroffen. Oh, 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 da hat Laura Flessel versucht, den Fuß von Esteri Almeida zu treffen. Hat sich ganz, ganz geduckt und ist nach vorne gegangen. Sehen wir jetzt hier nochmal. Und die Kubanerin im Angriff stürmt weiter nach vorne und mit ihrem ganzen Körpergewicht auf den Kopf von Laura Flessel. Das kann schon ein bisschen wehtun. Da muss sie ihren Kopf nochmal neu sortieren. Das sollte sie jetzt aber nicht durcheinander bringen. Mal wieder richtig aufgesetzt den Kopf. Die Maske auf. Die soll im Übrigen ab 1999 im Mai transparent werden. Der internationale Verband ist da schon lange dran. Dass dies durchgesetzt wird. Das war aber aus Sicherheitsgründen bisher einfach noch nicht vertretbar. Manche Fechter sind der Meinung, ist es bis heute nicht. Die technische Kommission des internationalen Verbandes meint, nun hat man eine Maske gefunden, die den Sicherheitsnormen entspricht. Jetzt ist noch die medizinische Kommission dran, die entscheiden muss, ob es dann auch in Bezug auf das Gesundheitliche, nämlich ob der Athlet dann auch genug Frischluft bekommt zum Atmen, damit er seinen Sport ausüben kann. Und wenn dies der Fall ist, dann soll, so der Wunsch des internationalen Präsidenten René Rock, ab Mai 99 mit dieser Maske gefochten werden. Im Moment aber noch die herkömmliche Maske. Ein interessanter Sprung, den hier Laura Flessel immer macht. Wenn ihre Gegnerin sie versucht, auf den Fuß zu treffen, also ein Doppelsprung nach hinten und ein Doppeltreffer hier. 43:37, zwei Treffer trennen die französische Mannschaft von einem erneuten Golderfolg bei diesen Weltmeisterschaften. Es wäre die dritte Goldmedaille hier, drei Silber, drei Goldmedaillen auf das Konto der Franzosen. Das wäre natürlich schon eine enorme Leistung. Und diese Fechterin hier, Laura Flessel, auf ihr Konto gehen dann zwei Goldmedaillen. Denn sie hat Einzel gewonnen und sie steht jetzt ganz nah davor, sich und ihrer Mannschaft auch die Goldmedaille im Mannschaftskampf zu sichern.
Was geht einem Athleten in solch einem Moment durch den Kopf? Habe ich meinen Athleten gefragt, sagt er, gar nichts, nur der nächste Treffer. Mal schauen, was da Laura Flessel draus macht. Wieder den Versuch auf den Fuß und ein Doppeltreffer. Innerhalb von einer Viertelsekunde treffen beide und mit diesem Doppeltreffer und diesem Entschluss auch hier zu gewinnen. Deutlicher kann dieser Entschluss nicht gezeigt werden als in solchen Bildern. Laura Flessel, Einzelweltmeisterin in La Chaux-de-Fonds, Mannschaftsweltmeisterin in La Chaux-de-Fonds. Dasselbe hat sie 1996 in Atlanta schon geschafft. Da freut